Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten richtigen Part des HTML-Einsteiger-Tutorials auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr mit am Start seid. Und im Vorwort zu dieser Serie haben wir uns ja schon angeschaut, wie HTML ausschaut, wofür es da ist, beziehungsweise wie man es auch bearbeiten kann, also mit welchen Programmen. Und da möchte ich heute gleich mal einsteigen. Ich habe ja gesagt, bei jedem Betriebssystem gibt es ein Programm, mit dem man HTML-Dokumente erstellen bzw. bearbeiten kann. Ich bin hier auf Windows 7 unterwegs und bei Windows 7 ist es der Editor. Und weil das ein bisschen anders zu speichern ist als in einem Texteditor, der sich auf HTML oder CSS spezialisiert hat, deswegen zeige ich euch, wie man heute jetzt dann mit dem Editor eine index.html-Datei erstellt. Als allererstes gehen wir unten auf dieses Windows-Logo, dann alle Programme, scrollen runter bis zu Zubehör und dort finden wir dann den Editor. Den öffnen wir und da sehen wir, dass wir momentan unbenannt da stehen haben. Das ist, weil wir dieses Dokument noch nicht gespeichert haben. Wir gehen dafür auf Datei, Speichern unter. Ich bin schon im richtigen Ordner drin, nämlich HTML Tutorial, habe einen extra Ordner angelegt. Der erste Schritt ist, den Dateityp von einer Textdatei auf alle Dateien zu setzen. Dann können wir hier eingeben index.html. Und ganz wichtig ist, dass wir die Codierung ändern, nämlich auf UTF-8. Wofür ist das da? Sonst gibt es nämlich Probleme mit den Umlauten in der deutschen Sprache. Jetzt können wir das Ganze schon speichern. Und dann können wir auch hier schon ein HTML-Dokument quasi erstellen. Ich kopiere mir mal da ein bisschen Text raus und kopiere das mal rein, damit ihr gesehen habt, wie das ausschaut, wenn man mit dem Editor, zum Beispiel auf Windows 7, ein HTML-Dokument erstellt. Das ist alles einheitlich. Es ist zwar jetzt da momentan hier so schön eingerückt, wie das halt übersichtlicher ist. Allerdings, ihr werdet jetzt gleich den Unterschied zum Atom sehen, den ich gleich verwenden werde. Ich schließe das jetzt hier. Wie gesagt, es funktioniert auch mit dem Editor von Windows oder von einem anderen Betriebssystem. Allerdings bequemer ist es natürlich mit einem Editor, der sich auf HTML und CSS halt spezialisiert hat. Der Atom wäre zum Beispiel so ein Editor. Nachteil vom Atom ist natürlich, der ist ausschließlich in Englisch erhältlich. Wer absolut Probleme hat mit Englisch, den empfehle ich halt zum Beispiel den Phase 5 HTML Editor, der ist ein deutsches Projekt und ist dementsprechend auch in Deutsch erhältlich. Aber beim Atom ist halt der große Vorteil, dass der fast unendlich erweiterbar ist. So, schauen wir uns das mal an, wie das jetzt hier funktioniert. Wir drücken mal die linke Alt-Taste, dann wird das Menü eingeblendet und dann sage ich unter File, gehe auf New File, neues Dokument erstellen und jetzt haben wir hier ebenfalls stehen Untitled. Und Untitled ist das nur so lange, bis wir es heute einmal speichern und einen Namen vergeben, darum machen wir das auch jetzt hier gleich. Gehen wieder auf File, gehen runter auf Save As, sind wieder in unseren HTML Tutorial Ordner und haben jetzt da hier bei Dateityp schon All Files ausgewählt und jetzt vergeben wir den Namen und die Endung. Nämlich wieder index.html und ihr seht, wir brauchen nichts mehr an der Codierung verstellen und können das gleich direkt speichern. Woran liegt es, dass wir die Codierung nicht mehr separat angeben müssen? Das ist aufgrund der Konfiguration des Editors. Jetzt sage ich, wo man das machen kann. Wieder unter File, dann hier unter Settings bekommen wir alle Settings angezeigt. Hier bin ich momentan in den Core Settings und wenn man da ein Stückchen runter scrollt, sehen wir File Encoding und da habe ich schon eingestellt Unicode UTF-8, damit der Editor keine Probleme mit den Umlauten bekommt. Dann zeige ich euch gleich, wenn wir gerade dabei sind, was ich noch alles in diesem Editor geändert habe. Nämlich hier unter der Rubrik Editor und wieder ein Stückchen nach unten scrollen, habe ich angegeben, dass die Tab-Länge, das ist standardmäßig auf 2 gestellt, wie auch der Tooltip zeigt, habe ich auf 4 vergrößert. Einfach aus dem Grund, weil ich mache hier ein Video und damit man das im Video besser erkennt, wenn etwas eingerückt ist, habe ich halt die Tab-Länge verdoppelt. Und die dritte Sache möchte ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Ich habe ja gesagt, man kann den unendlich weit erweitern.
Ich habe drei Packages installiert. Ich fange einmal beim untersten Package an, nämlich hier das File Icons Package. Das habe ich nur deswegen installiert, um zu gucken, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert. Dieses File Icons Package ist dafür verantwortlich, dass hinter, also vor dieser Index.html das HTML5 Logo erscheint. Mehr macht das nicht. Also absolut unwichtig. Wie gesagt, das war halt nur ein Testlauf, ob das Ganze aus dem Editor heraus bequem zu installieren und zu konfigurieren ist. So, was ich tatsächlich mit installiert habe, welches haben wollte, war das Auto-Close HTML. Das ist dafür zuständig. Ich habe euch ja im Vorwort schon gezeigt, wie so ein HTML-Element ausschaut. Es setzt sich aus einem startenden HTML-Tag zusammen und einem schließenden HTML-Tag. Und dass man sich ein bisschen Schreibarbeit erspart, ist es jetzt da mit dieser Erweiterung so, dass wenn ich das öffnende oder startende HTML-Tag geschrieben habe, der Editor automatisch das schließende hinten anfügt. Und dann habe ich noch speziell für euch Atom HTML Preview installiert. Das ist quasi, man kann dann eine zweite Ansicht im Editor öffnen und sieht sofort, was der HTML-Code, den man zum Beispiel auf der linken Seite eingibt, für eine Auswirkung im Browser hat, weil das wird dann auf der rechten Seite angezeigt. Aber das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Video sehen, weil in diesem Video wird sich das nicht ausgehen. Wir sind ja jetzt schon bei Minute 7 und ich habe mir ja fest vorgenommen, die Videos kurz zu halten, damit die Leute nicht gelangweilt oder überfordert sind von den Informationen. So, gut, dann würde ich sagen, wir schließen die Settings und beginnen endlich damit, wofür ihr eigentlich hier seid, nämlich für HTML. Unsere Datei heißt jetzt momentan HTML, also index.html, und wenn wir die einem Browser übergeben, dann war es der Browser, das ist eine HTML-Datei. Das Problem an der Sache ist, es gibt verschiedene Versionen von HTML. Momentan der aktuellste Standard ist HTML5. Und das müssen wir als allererstes einmal dem Browser mitteilen, dass es sich hier um ein HTML5-Dokument handelt. Und ich habe euch das ja schon gezeigt, bei HTML funktioniert alles über diese spitzen Klammern. Als allererstes beginnen wir mal mit einer spitzen Klammer. Dann brauchen wir ein Rufzeichen, gefolgt von DocType, Abstand, und jetzt geben wir eben das Kürzel an, welches für HTML5 verantwortlich ist, nämlich HTML, und mehr ist es nicht. Wer die älteren Versionen kennt, der wird wissen, was für eine Erleichterung das ist. Bei HTML4.01 war ja das noch, glaube ich, zwei Zeilen Schrift, die man da reinhämmern musste, um halt den Standard sauber zu definieren. Bei HTML5 reichen 4 Buchstaben. Und damit haben wir schon alles getan, um halt den Browser darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Nämlich damit sagen wir, ich versuche mich an den HTML5-Standard zu halten, versuch du, Browser, das bitte ebenfalls. So, und wie man das aus dem Vorschau-Video oder aus dem Vorwort schon mal kurz gesehen haben, unser komplettes HTML-Dokument wird umschlossen von HTML-Tags, einem startenden HTML-Tag und einem schließenden HTML-Tag. Und wie man es erwarten möchte, es beginnt wieder mit einer spitzen Klammer, dann tippt man ein HTML, spitze Klammer geschlossen, und ihr seht, Atom hat das schließende Tag sofort unten angefügt, mit spitzer Klammer geöffnet. Dann kommt der Slash, der eben ein schließendes HTML-Tag definiert, dann halt der Name von dem Tag, eben HTML, und wieder spitze Klammer geschlossen. Unser ganzes HTML-Dokument spielt sich zwischen diesen Tags ab, mit Ausnahme von DocType. Aber das lassen wir mal raus, das ist eine Sonderregelung, aber der Rest spielt sich zwischen diesen Tags ab. Und jetzt werdet ihr es gleich sehen, ich drücke mal die Tabulator-Taste zum Einrücken. Ganz oben beginnt der Head. Und das, wie man es kaum glaubt, beginnt wieder mit einer spitzen Klammer, dann Head, spitze Klammer geschlossen. Atom vervollständigt dieses Element wieder für mich mit dem schließenden Head-Tag. Und darin kann ich jetzt da loslegen. Was hinterlegen wir im Head? Im Head wird zum Beispiel der Seitentitel hinterlegt. Machen wir das gleich. Spitze Klammer geöffnet. Title. Spitze Klammer geschlossen,
Atom hat wieder vervollständigt und jetzt können wir bereits unseren Content eintragen. Das, was eben heute unser Seitentitel ist. Aber in diesem im Tutorial schreibe ich jetzt einmal rein Seitentitel. Mit Steuerung und S kann ich das Ganze natürlich speichern. Und jetzt öffne ich einmal den Ordner, in dem ich quasi mein Projekt quasi angelegt habe. Das heißt HTML Tutorial. Und da haben wir unsere Index.html jetzt da drinnen. Rechte Maustaste auf diese Index.html und sagen wir mal öffnen mit Firefox. Das wird jetzt natürlich am falschen Fenster geöffnet, also im falschen Bildschirm. Und ihr seht jetzt da, dass dieses HTML-Dokument noch komplett leer ist. Man sieht gar nichts, obwohl wir schon so viel geschrieben haben. Allerdings, hier oben im Browser haben wir den Seitentitel schon definiert. Und wenn wir in das Fenster mit der rechten Maustaste reinklicken, und das funktioniert bei jedem Browser, vielleicht ein bisschen anders als beim Firefox, das ist jetzt momentan hier der Firefox, aber irgendwie funktioniert es bei jedem Browser, haben wir die Möglichkeit, Seitenquelltext anzuzeigen. Da klickt man mal drauf und man glaubt das kaum. Da steht genau das drinnen. Schiebt das mal auf die Seite, dann werfen wir das runter. Da steht genau das drinnen, was wir hier in unseren Index, in unserer Index.html bereits reingeschrieben haben. Und da steht halt drinnen Title, Seitentitel, Title geschlossen. Und das definiert halt hier oben in der Registerkarte die Beschriftung. So, schmeißen wir das wieder runter. Wir haben ja jetzt da UTF-8 definiert. Für den Editor gilt das allerdings. Achtung, das gilt nur für den Editor, damit der keine Probleme mit den Umlauten hat. Jetzt müssen wir das allerdings auch noch definieren für den Browser, damit der Browser mit Umlauten kein Problem hat. Also, neue Zeile. So wie immer, wir beginnen mit einer Spitzenklammer, schreiben rein Meter, Abstand und jetzt definieren wir, ignoriert das, dass hier unten ständig Vorschläge gemacht werden. Das ist ganz praktisch in weiterer Folge, aber momentan wollen wir das komplett ignorieren. Konzentriert euch nur auf die Zeile, in der ich gerade schreibe. Wir wollen nämlich unser Keyboard-Layout quasi hinterlegen. Und das Attribut dafür ist Charset. Nach dem Attributnamen haben wir immer ein Ist-Gleichzeichen, gefolgt von einem Anführungszeichen. Und ihr seht, Atom hat auch gleich das zweite Anführungszeichen hinzugefügt, damit wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, das zweite Anführungszeichen zu setzen und haben wir keine Chance mehr, das zu vergessen. Jetzt müssen wir natürlich noch hinterlegen, welchen Charset wir verwenden, nämlich UTF-8. Und natürlich wieder schließen mit einer eckigen Klammer. Auch hier hat Atom jetzt da wieder eingegriffen. Er hat nur ein Leerzeichen und einen Slash hinzugefügt. Das kann man machen und ich werde das auch so machen oder so lassen, weil wir sind ja jetzt da hier wieder bei einer Sonderregelung. Das ist ja in Wirklichkeit ein Empty Tag, haben wir ja in der Vorbesprechung zu dieser Videoreihe schon gelernt. Die Tags, die kein schließendes Tag benötigen, wie zum Beispiel das Break Tag für einen Zeilenumbruch oder auch hier Meta Charset UTF-8, brauche ich ebenfalls kein schließendes Tag. Hat man halt die Möglichkeit, das entweder so zu schreiben oder halt so. Das kann halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich lasse jetzt einmal so, wie es halt Atom mir auch hier vorgibt. So werde ich das jetzt auch übernehmen. So, da kann man noch viel, viel mehr in den Head reinschreiben, aber für den Anfang reicht das mal. Wir wollen das ja nicht überstrapazieren, das Ganze. So, nach dem Head kommt der Body. Der Body-Bereich wird ebenfalls so deklariert wie der Head-Bereich. Und ihr seht schon, das wiederholt sich alles. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Spitze Klammer geöffnet, Body rein, Spitze Klammer geschlossen. Atom hat man das jetzt wieder vervollständigt. Und schon haben wir den Bereich definiert auf unserer Webseite, der quasi im eigentlichen Fenster angezeigt wird. Das ist nämlich dieser Bereich hier. Das, was jetzt da hier weiß ist, ist der Bodybereich. Und wenn wir in den Bodybereich etwas reinschreiben, dann ist es hier sichtbar. Ich schmeiße das mal runter. So, das ist jetzt das Grundgerüst, welches wir uns für diese Folge erarbeitet haben. Ich habe mir gedacht, ich mache nach jedem Video, speichere ich ab,
mache ein ZIP-File draus, lege das auf Google Drive, damit jeder sich das runterladen kann. Okay, heute am Anfang ist das nicht so viel, aber in weiterer Folge wird da schon einiges zusammenkommen, denke ich mal. Und damit jeder die Möglichkeit hat, bei einem gewissen Video wieder einzusteigen, falls er mal was nochmal probieren möchte, dann kann er die Datei quasi runterladen und dann damit herum experimentieren. Also wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Download. Und in den nächsten Videos geht es dann weiter mit Überschriften, Absätzen, Links, Bilder, Listen und so weiter. So, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bzw. weitergeholfen. Und wenn dem so sei, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen für Erfolg beim Erstellen eurer Homepage. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht im nächsten Video. Ciao.